Gesundheit braucht Verstand und heute konzentrieren wir uns mal auf etwas Selbstverständliches, was immer passiert, was wir immer tun, auf das Schlucken. Nämlich, das machen wir, selbst wenn wir nicht essen und nicht trinken. Wir müssen ja Speichel herunterschlucken. Also ein Vorgang, der ganz normal ist, bei allen lebenden Menschen funktionieren muss, es sei denn, sie werden über Sonnen ernährt und so weiter, sind aber kranke Menschen. So. Aber dieser Vorgang ist so reguliert, dass wir ihn eigentlich ständig anwenden, ohne drüber nachzudenken, und kein Mensch kontrolliert, wie er jetzt großartig schlucken muss, es sei denn, er hätte da irgendwie so einen größeren Brocken im Mund. Aber ansonsten wird das nicht kontrolliert, wenn man nicht willkürlich etwas tun will, zum Beispiel einen halben Liter Bier austrinken, ohne einmal zu schlucken und so weiter. Das wird ja alles probiert. Aber dieser Schluckvorgang als solches wird unwillkürlich ausgeführt. Das heißt, wir konzentrieren uns nicht drauf und er funktioniert immer. Und trotzdem ist er von eklatanter Wichtigkeit. Und ich kann euch sagen, er hat auch eine gewisse Ausführungsnorm. Also es geht nicht darum, dass wir irgendwie schlucken, obwohl wir schlucken immer so, wie wir es gewöhnt sind. Und wir würden ja falsches Schlucken gar nicht bemerken, es sei denn, wir verschlucken uns mal. Aber es kann durchaus sein, dass von Kindheit an falsche Bewegungen des Schluckens existieren. Ja, und wir nie gemerkt haben, dass sie eigentlich falsch sind. Aber sie lösen etwas aus. Sie bringen etwas in Unordnung in unserem Organismus. Sie können etwas anrichten, wenn es falsch stattfindet. Denn ihr müsst euch vorstellen, so ein Schluckvorgang, der ist einmal sehr kompliziert. Da sind 52 Muskeln allein beteiligt. Die müssen alle koordiniert sein. Aber darum geht es noch nicht mal. Es muss eine Information während des ganzen Prozesses, müssen Informationen übertragen werden zu unserem Hirnstamm, also zu dem elementarsten Bereich unseres Gehirns. Und der muss das kontrollieren, dass das alles sauber und ordentlich abläuft und muss ständig nachsteuern, dass diese Funktionen auch eingehalten werden. Dazu gibt es eine evolutionär entwickelte Haltung, Position, Bewegung, die der Mensch schon mit auf die Welt kriegt. Und trotzdem kann die verstellt werden in der Folge, nach seiner Geburt, durch irgendwelche äußeren Einflüsse kann die verstellt werden und dann schluckt er quasi sein Leben lang mit einem falschen Bewegungsablauf. Bedeutet, er hat ein völlig falsches Bewegungsmuster entwickelt, mit dem kommt er zum Erfolg, aber es bringt Irritation in ein sehr schwieriges, komplexes System und irgendwann brennen irgendwo Sicherungen durch. Es hat außerdem noch was mit der Kopfstatik zu tun, mit der Kopfhaltung und so weiter. Hat das Schlucken sehr massiv etwas zu tun, weil diese Muskeln, die wir dazu brauchen, die sind auch gleichzeitig da, um unseren Kopf zu balancieren. Absolut verrückt, aber es stimmt. So, und wenn wir also diese Fehlbewegung beim Schlucken haben, stabilisieren wir unseren Kopf nicht. Ja, und das hat wiederum Auswirkungen auf unsere Körperhaltung, unsere Halswirbelsäule und unseren Rücken und so weiter und so weiter. Also man kann das nicht so ganz isoliert betrachten, das Schlucken, sondern es hat Folgewirkung, wenn es nicht richtig funktioniert. Die Anregungen, also dieses Überwachungssystem über Sensoren, die wird ganz unterschiedlich angeregt in der Form, dass wir sagen, ja, unser Gehirn lernt eigentlich das am besten, was es dann häufigst an Informationen kriegt. Über diese Sensoren. Das heißt, unser Gehirn stört sich gar nicht daran, dass die Bewegung zum Beispiel falsch ist. Ja? Es korrigiert sie auch gar nicht, weil wir haben sie oft falsch gemacht und das Gehirn denkt sich, ja, das ist der normale Bewegungsablauf, du hast den gelernt, alles okay. Aber dadurch, dass er falsch realisiert wird, bilden sich aus den Funktionsstörungen, die da sind, also dieser Prozess selber ist eine Funktionsstörung, bilden sich andere Probleme, gesundheitliche Probleme aus. Und diese Sensorik, die ist sehr umfangreich angelegt. Die ist nicht nur im Mundraum, die ist nicht nur im Rachenraum, sondern zum Beispiel auch in der Speiseröhre. Da hat man erst unlängst ganz neue Sensoren festgestellt, so Dehnungssensoren quasi, die man vorher noch gar nicht beobachtet hatte, die maßgeblichen Einfluss darauf nehmen, dass welche Informationen unser Gehirn bekommt. Ja, also Dehnungssensoren in der Speiseröhre, denn ihr müsst euch vorstellen, wenn wir jetzt was schlucken, dann muss das in der Speiseröhre transportiert werden und das ist eine sogenannte Peristaltik, also das ist so eine Würgebewegung, ja, die Speise dann runterdrückt, bis sie endlich im Magen ankommt
Und diese Peristaltik, die wird nicht angeregt, wenn diese Dehnungssensoren nicht ausreichend gut funktionieren. Und wenn also keine ausreichende Dehnung erfolgt. Ja? Und das wird zum Beispiel schon angeregt über den Schluckvorgang, wie kräftig der ausgeübt wird. Da spielt also schon eine große Rolle, wie der Übergang da zur Speiseröhre ist, damit sich die Speiseröhre schon bewegen kann. Also da gibt es schon Probleme und natürlich auch, wenn die Speise in den Magen eintritt. Und da gibt es die Diskussion ja immer, ja, wenn jemand Reflux hat, also die Sodbrennen heißt das ja im Volksmund, dann steigt die Speise wieder oder Speisereste steigen wieder aus dem Magen in die Speiseröhre auf mit der beigemischten Salzsäure, also unserer Magensäure, und dann brennt es in der Speiseröhre und so weiter. Und dann wird immer dieser Verschluss, der Magenverschluss dafür verantwortlich gemacht, ohne dass man sich eigentlich überlegt, gibt es auf dem Weg dahin zu diesem Magen, also zu diesem kleinen Sphinkter, gibt es da nicht schon Probleme, die das eventuell mit verursachen könnte? Also es ist nicht immer die Lösung, sofort die Operation zu machen und sagen, der Sphinkter funktioniert nicht richtig, jetzt nähen wir den mal ein bisschen zu oder machen die Stelle mal ein bisschen enger, damit weniger Magensäure aufsteigen kann in die Speiseröhre. Nein, es gibt ganz andere Funktionszusammenhänge, die wir unbedingt beachten müssen. Und die neue Forschung bringt uns immer dichter daran, dass sie uns aufzeigen, dass es solche sensiblen Systeme gibt, auf die wir kaum geachtet haben, die bisher kaum beachtet wurden und heute noch bei den meisten vergessen werden. Also, denkt dran, wenn solche Probleme da sind, müsst ihr die lösen. Also wenn ihr zum Beispiel eine Problem beim Schlucken habt, das kann man ganz gut an der Zunge erkennen, das kann man ganz gut daran erkennen, dass Menschen schiefe Zähne zum Beispiel ausbilden, ja, an Zahnfehlstellung, an Kiefergelenksproblem, da sind meistens auch die Zungen betroffen. Also wenn die Zunge betroffen ist, ist meist auch der ganze Schluckvorgang betroffen. Er wird dann nicht kräftig genug ausgeführt, er wird auch nicht korrekt ausgeführt in dem korrekten Bewegungsmuster. Und das, wie gesagt, das kann zu solchen Problemen führen, die landläufig gar nicht damit in Verbindung gebracht werden. Die Atmung spielt auch eine große Rolle, weil Schlucken und Atmung immer koordiniert wird. Und eine Sache zu trainieren, also wenn jemand nicht gut durch die Nase atmen kann, das ohne Schlucken zu trainieren, wäre genauso falsch. Es muss ein kombiniertes Training gemacht werden. Wir haben das entwickelt mit der Face-Format-Therapie. Ich mache nochmal Reklame hier für unser System, was wir da entwickelt haben. Also mit dem Face-Format kann man das wunderbar trainieren und intensiv trainieren, dass das ganze System gut funktioniert. Das muss man auch machen, denn man kann das nicht so lassen, wie es ist. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte liken, an Freunde und Bekannte weitergehen. Unbedingt abonnieren, auf den Klingelknopf drücken und schreibt einen Kommentar unter das Video. Wir gehen so schnell wie möglich drauf ein. Tschüss für heute.